Pixel. Hallo Welt, was geht ab? Weiter geht unsere Suche, naja, gleich zumindest, nach Rubeum. Nachdem ich jetzt einfach mal für mich die Oberfläche des Planeten ausschließe, würde ich dann doch nochmal das Glück in Höhlen versuchen. Ich wollte gerade sagen, wir wollten ja eigentlich Höhlen suchen, aber eigentlich haben wir ja direkt vor der Nase welche gehabt, stimmt ja. Dann lasst uns doch mal eben hier reingucken. Das Antrium nehmen wir natürlich trotzdem immer noch so ganz grob mit, wenn wir was sehen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht muss man einfach nur tief genug in Höhen rein, aber die geht nicht so tief. Der Berg hat schon von außen den Anschein gehabt, dass er nicht ganz so viel Höhlensystem bieten könnte. Ich drehe noch durch mit dem ganzen Antrium. Ich meine, ich freue mich irgendwie, wir brauchen das ja irgendwie auch, aber, ne? Okay, das bleibt irgendwie zurück. Ein vierblättriges Kleeblatt, oder? Ganz eindeutig, finde ich. Scannen kann man es leider nicht. Okay, ist das jetzt ein Zeichen? Es soll uns das Glück bringen, dass wir gleich über Rubeum stolpern? Ich sage jetzt einfach mal ganz voreingenommen ja. Okay, also höhenmäßig geht hier auf alle Fälle schon mal einiges. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Strange Sounds, Alter. Würden wir ein Horrorspiel spielen, würde ich jetzt hier, glaube ich, ganz anders nach vorne schreiten. Da geht's schon wieder raus. Es ist schon etwas niederschmetternd. Es ist echt so, als ob ich irgendwas übersehe, aber keine Ahnung, als ob wir irgendwas bräuchten oder was auch immer, aber was sollen wir hier brauchen, ganz ehrlich? Ach so, oder, nee, oder? Kann man diese komischen Ressourcendinger hier, diese A, B, irgendwas, wie die hießen? Hier, genau, diese autonome Bergbaueinheit, kann man die an Fels anbringen? Nicht, dass die Rubeum einfach aus der Erde ziehen. Wir haben leider kein Isoliergel, kein Kupferdraht und oder keine galvanische Zellen. Nicht genug Ressourcen. Jetzt mal ohne Scheiß.
So abwegig finde ich die Idee gerade überhaupt gar nicht. Isoliergel, Kupferdraht und galvanische Zellen. Okay, da müssen wir mal eben schauen. Da sind die galvanische Zellen. Brauchen wir Antrim? Okay, kriegen wir also zusammen. Kupferdraht bräuchten wir. Das gute Rigogen. Und was war es noch? Isoliergel, ne? Spadonium und Temirium. Tja, ist halt die Frage, ob man die Dinger, also für mich schien es eigentlich immer so, ich meine, wir haben so einen Teil noch nie gebaut, aber dass die halt nur für Mineralvorkommen sind, ne? Das ist echt, das schwebt tatsächlich einfach in der Luft. Ich dachte vorher irgendwie noch, als wir das schon mal von Weitem gesehen haben, dass es irgendwie vielleicht noch der Berg dazu aufploppt, aber ist nicht. Ja. Also keine Ahnung, oder dass man das vielleicht hier auf das Eisen zum Beispiel, und ich meine, hier sind ja so Pflanzen drauf, nicht, dass das irgendwie dann Abfallprodukt ist quasi mehr oder minder, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht irgendwie zu sehr um die Ecke denke. Andererseits, ich meine, gucken wir uns doch mal um und machen wir uns mal nichts vor. Okay, what to do? Das ist jetzt gerade die Frage. Ich überlege tatsächlich, ob wir mal eben zu unserer Heimatbase fliegen. Wir lagern dort mal, fallen das Antrium ein. Davon haben wir jetzt ziemlich viel gehabt. Und auch dieses Fervidium oder wie das heißt. Genau das da. Und schaffen allgemein mal etwas Platz. Und fliegen dann vielleicht erstmal noch ein anderes System an. Und farmen da vielleicht mal noch was von diesem Temirium. Und was es da nicht alles noch so gibt, einfach damit wir da mal einen ordentlichen Vorrat haben von dem ganzen Stuff. Und bauen uns dann, ich meine früher oder später sowieso mal so eine autonome Bergbaueinheit da zu bauen. Das sollte ja sowieso auf unserem Plan stehen, gar keine Frage. Und ich meine, ehe wir jetzt hier irgendwie noch, weiß ich nicht, wie viele Folgen ins Blaue suchen und eigentlich nichts finden, weil wir nichts finden können, weil wir irgendwie falsch suchen. Könnte man das halt mal so machen. Also kurze Info vielleicht nochmal hier, ne, falls ihr jetzt irgendwie schon mir Tipps gegeben habt in den Kommentaren und ich irre halt hier jetzt gerade mal rum, dann liegt das daran, dass ich halt mal wieder so eine Handvoll Folgen vorproduziere. Ich glaube, wir machen das jetzt tatsächlich mal so. Irgendwie, ich sehe hier, ich sehe irgendwie echt gar nicht mehr so den Sinn darin, jetzt hier weiter zu suchen. Allzu viel bietet der Planet halt echt nicht. Und wir haben jetzt Höhen mehrfach abgesucht. Außen waren wir noch viel fleißiger, habe ich das Gefühl, unterwegs. Naja, da war es viel fleißiger, aber eigentlich ist es draußen viel übersichtlicher, sagen wir es mal so. Boah, krass. Wir machen das jetzt, glaube ich, mal so. Gab es eine Info zu dieser eine automatisierte Verarbeitungsanlage zum Abbau von Ressourcen. Einmal aktiviert, baut die ABV Mineralien ab, ohne gesteuert werden zu müssen und bringt einen regelmäßigen Ertrag ein, bis das Vorkommen erschöpft ist. Ja, es klingt halt echt so, dass es wirklich nur für Mineralien ist, ne? Also sprich zum Beispiel für das da oder so. Nicht, dass das Rubeum ist. Das wäre ja lustig. Ich suche hier die ganze Zeit irgendwelche Pflanzen oder hast du nicht gesehen und dabei ist es einfach nochmal ein extra. Das müssen wir uns mal noch eben anschauen. Nicht, dass es irgendwie halt echt so ein neues Mineral ist, was ins Spiel gefunden hat. Denn Gold gab es doch hier eigentlich nicht. Oder? Könnte auch Emerald oder Iridium sein. Nickel, okay. Oder sowas. Naja, ist ja jetzt auch zu schön gewesen.
Nee, ohne Scheiß, ey. Wir machen das jetzt mal so. Wir fliegen jetzt zurück zur Base, lagern mal unseren Stuff ein, das, was wir da jetzt so gefunden haben. Sprechen nochmal mit dem Wissenschaftler, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass er gesagt hat, man findet das im Fels von Dings und vor allem der Scan auf dem Planet hat ja angezeigt, dass es das hier eigentlich geben sollte. Egal, dann haben wir zumindest erstmal Platz im Inventar und dann reisen wir erstmal weiter und farmen halt noch was von dem anderen Zeug hier, von Temerium und Co. Und vielleicht bauen wir uns dann irgendwann mal so eine Einheit und dann muss das Rubium jetzt einfach mal hinten anstehen quasi, nützt ja nichts. Etwas ärgerlich ist es schon, aber was willst du machen, ne? Ich meine, wir haben jetzt bestimmt irgendwie 40 Minuten nur nach Rubium gesucht und nichts gefunden. Das ist schon irgendwie krass. Ich meine, gut, Rigo gehen, ne? Das war auch so ein Krampf. Aber da habe ich halt erst nicht so richtig gerafft, dass wir im Wasser suchen müssen und dass das Zeug halt nicht angezeigt wird vom Scan, ne? Deswegen habe ich da ja noch ganz anders gesucht. Ja, es sieht halt irgendwie alles wieder verlockend aus, aber es ist halt Schwachsinn, denn... Ah, Moment, hier ist es Wasser? Okay, das wäre jetzt nochmal tatsächlich eine Option, die ich kurz in Betracht ziehen würde. Also im Fels und im Wasser ist natürlich was ganz anderes, das ist mir schon klar. Aber es ist zumindest nochmal eine andere Option hier. Boah, ist voll klar. Heftig. Ja, okay, das ist alles das Gleiche. Aber echt sehr, sehr frisches, klares Wasser. Kaltes, klares Wasser. Da gab es auch mal irgendwie so einen Track. Chicks on Speed oder so hießen die, glaube ich. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Ja gut, okay, ich bin hier gerade schon wieder, ne, dabei irgendwie in die Tiefen des Planeten vorzudringen, was soll es. Wir könnten natürlich mal noch spaßenshalber, ich erinnere mich gerade jetzt hier irgendwie an unsere Wirbelwürfelsuche, zumindest die erste, dass wir mal auf so einer Plattform da oben landen, einfach mal gucken, was da so geht. Ich meine gut, wobei das gab's, bei dem anderen Planeten gab's das nicht, ne, dass da irgendwelche Sachen in der Luft schwebten. Das ist wie so ein Pilzhut. Nö, ne? Krass, ey, wer hätte es gedacht, dass es nochmal schwieriger wird, irgendwas zu finden als Rigogen? Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Na gut, okay. Was soll's. Hab irgendwie jetzt gerade noch auf den Geistesblitz gewartet, aber ich glaube, da können wir noch lange drauf warten. Okay, so, mal ganz kurz nochmal hier eine Runde rumschauen.
Okay, irgendwie, hä? Von dort kommen wir? Da waren wir bereits, genau. Ich glaube, das war noch der andere, ne? Der auch nochmal zwei lilane Sachen vorzeigen sollte, oder? Genau, da haben wir sogar Temerium. Das ist natürlich ganz cool. Mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwie vielleicht doch Platz schaffen können, dass wir da Temerium noch einfach mal farmen. Oder ob es doch erstmal schlauer wäre, kurz zur Base zurückzureisen. Ich meine, wir können viel von dem Eisen wegwerfen, ehrlich gesagt. Beziehungsweise hier nochmal was rüberschicken. Das könnte man jetzt wieder rum rüberschicken und dafür dann halt nochmal was anderes stacken, zum Beispiel Antrium. So, dann haben wir da oben ein 35er Stack Zink, da könnte man drauf verzichten. Platin sehe ich da, das können wir auch nochmal stacken. Ja, das reicht eigentlich, oder? Für noch eine ordentliche Ladung Temerium. Notfalls trennen wir uns irgendwie noch von einem Stack halt Eisen oder Zink oder so. Ja komm, dann machen wir das erstmal so. Vielleicht finden wir ja da ein zufällig Rubeum. So ganz aufgeben möchte ich es irgendwie doch noch nicht. Aber da können wir uns jetzt die Reise nach Hause kurz mal sparen und schlagen uns dann noch die Taschen voll mit Temerium. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Wobei es echt schon hart ist, das wäre jetzt hier der dritte Planet, der Rubeum angeblich haben soll, ne? Und wir gehen mit leeren Rubeum-Taschen quasi nach Hause. Das spricht nicht sonderlich für uns irgendwie. Das ist ja aber mal geil hier mit diesen pyramidenartigen Steinen. Nicht, dass das besagter Fels ist. Hier, Iridium, nehmen wir jetzt auch mal was mit, weil ich gerade gesehen habe, dass wir nicht so viel haben. Giftregen. Wächter minimal. Naja, nehmen wir mal Plutonium, wir haben mittlerweile echt genug. Oh. Was ist das denn hier? Ein Ho-Oh. Gut, ich will es jetzt gar nicht übertreiben. Ich glaube, damit haben wir nämlich schon das zweite Stack angelegt. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlau. Okay, da unten haben wir, glaube ich, Temerium. Dinger wieder. Solche ähnlichen haben wir schon mal gesehen, ne? Ach, come on, ey. Ernsthaft? Ja, ha, gleich. Gleich bist du dran. Hier geht aber einiges, ne? Mal wieder mit Tieren. Vielleicht sollten wir tatsächlich auch mal ein paar von denen killen, einfach aus Mordit-Gründen.
So, haben wir alles? Sieht so aus. Zumindest von den... Ne, da ist noch was. Krass, ey. Was ist mit ihm? Den haben wir auch noch nicht, oder? Doch, den haben wir schon. Da ist noch was. Na los, das holen wir uns jetzt auch noch. Den nicht, ne? Hier irgendwie so eine Art Dinosaurier oder sowas. So sah's zumindest aus. Das da. Eine Spezies übrig. Krass. Hatte ich nicht noch vor kurzem gesagt, dass wir irgendwann mal auch Glück haben müssen, irgendwie relativ zügig alles zu entdecken? Das schreit er jetzt hier förmlich danach. Wenn wir schon kein Rubium kriegen. Oh, was ist das hier? Könnte das? Nee. Ist ja irgendwie schon fast niedlich. Naja, wobei. Ja, wir brauchen halt das Mordit, ne? Aber gut, der Planet schien mir eh sowieso etwas überbevölkert. So, wir wollten eigentlich das Zeug da, ne? Das Temerium. Da war's. Ich glaube, wir werden gleich angegriffen. So, okay. Das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir fliegen einfach nochmal ein Stück. In weiser Voraussicht, dass wir vielleicht echt noch irgendwo über das letzte Tier hier stolpern. Das wäre schon ganz cool. Und noch mehr von, genau, Temerium finden. Das nehmen wir mal noch mit. Das sieht fast neu aus. Könnte das schon das letzte sein? Das wäre ziemlich krass. Eine Spezies übrig. Nee, das ist also nur eine andere Art gewesen. Schade. Das wäre jetzt schon echt nicht schlecht gewesen. Eigentlich hatten wir es uns verdient. Aber naja, danach geht's ja nicht. Oh. Huch. Gut, wie dem auch sei, dann machen wir jetzt hier erstmal den Cut und in der nächsten Episode, ja, schauen wir mal, ob wir hier in der Höhle erstmal weiterziehen oder so. Irgendwas werden wir schon finden. Bis dahin, kenne deine Pixel.